Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Woche Flöten-Bootcamp für die Fortgeschrittenen. Diese Woche werden wir uns viele wichtige flötenrelevante Themen einmal vornehmen und genauer anschauen, damit du auf Dinge aufmerksam wirst, die bei dir vielleicht nicht ganz so gut laufen. Ich möchte gern, dass du dir manche Dinge bewusst machst, dass du möglicherweise Fehler bemerkst, die sich bei dir eingeschlichen haben, die du dann im Nachhinein verbessern kannst. Ich bin Katja Reinbold und mit mir an deiner Seite wirst du dein Flötenspiel entscheidend verbessern. Heute am ersten Tag wollen wir uns mit dem Thema Luftführung beschäftigen, was das genau ist und wie wir das üben können. Es ist ja so, wenn du gleichmäßig spielen willst, dann musst du natürlich deine Luft auch kontrolliert abgeben. Dazu gehört auch ein gutes, bewusstes Atmen. Ne, das haben wir ja schon in anderen Videos gelernt, dass man also runter in den Bauch atmet, dass man locker im Oberkörper ist. Und das A und O für eine gute Luftführung und dann auch natürlich für eine gute Phrasierung ist, dass du deine Luft kontrolliert abgibst. Das heißt, dass du eben nicht, wenn du eingeatmet hast und unter Spannung stehst, einmal wie so ein Luftballon, den man loslässt, alle Luft ganz schnell verlierst, sondern dass du sie bewusst zurückhältst. Und das hat sehr viel mit Körperspannung und Bauchspannung zu tun. Dazu habe ich heute eine Übung für dich, mit der wir das üben werden. Unsere erste Übung sieht recht einfach aus. Doch wenn wir wirklich all die Dinge berücksichtigen wollen, um die es wirklich geht, dann wird es auf einmal doch relativ komplex. Ich habe alle die Übungen für die ganze Woche in G-Dur notiert. Du könntest aber, wenn du dich effizient auf dein Stück vorbereiten willst, was du gerade übst, die Übungen alle auf die Tonart übertragen, in der dein Stück steht, dann hast du eine Abkürzung gemacht und dich wirklich ganz punktuell schon auf dein Stück vorbereitet. So, hier siehst du also deine Übung. Es sind Zweierbindungen, lange Töne. Es geht ja um Luftführung. Und wenn ich lange Töne spiele, kann ich gar nicht anders, als meine Luft aktiv zu führen. Wenn ich sie passiv einfach nur herausströmen lasse, werde ich keinen gleichmäßigen Ton haben. Also atme tief in den Bauch ein, baue eine Grundspannung auf und lasse deine Luft gleichmäßig strömen. Entwickle einen Schwung zum nächsten Ton. Ich habe hier Crescendo- und Decrescendo-Zeichen hingeschrieben, verstehe sie aber vielleicht nicht als Dynamik, sondern eher als Richtung. Also stell dir vor, du spielst zum zweiten Ton hin und der zweite Ton soll der Ton sein, der schwunghafteste ist, unser Ziel, was wir erreichen wollen. So spielst du also zu deinem Zielton hin und entspannst dann wieder. Mehr bedeuten diese Zeichen nicht. Du siehst jedes Mal nach diesen Zweierbindungen eine Pause von einem Takt. Und das habe ich ganz bewusst so geschrieben, weil die Erholungsphase nach den langen Tönen ist genauso wichtig wie die langen Töne selbst. Man muss ganz bewusst wieder alles lösen, alles locker lassen, nach unten atmen und sich wieder lockern und sich eben auch die Zeit nehmen, wieder danach voll zu atmen, weil du musst ja für die nächsten beiden Töne genauso frisch sein wie ganz am Anfang, sonst wird es nach und nach ja immer schlechter. So, dann mache ich das Metronom jetzt an und dann geht es los. Tief einatmen, Grundspannung aufbauen, Luft etwas zurückhalten. Lösen.
Gleiche gilt natürlich auch für die Höhe. Wir fangen wieder mal in der Mittellage an, in einem entspannten Bereich. Es hat keinen Sinn, solche Übungen in einer Extremlage anzufangen. Deswegen habe ich jetzt hier beim G2 angefangen und bin erstmal runtergegangen. Das kannst du so weit runter machen, wie es für dich gut ist. Und dann gehe ich wieder zum G2 und gehe eben nach oben, damit ich mich so ein bisschen von einer angenehmen Lage in die Extremlagen vorarbeite. Das Gleiche machen wir jetzt für die Höhe auch. Zu Ende spielen, lösen, atmen, wieder Grundspannung aufbauen. Spannung, bevor du losspielst, spüren im Bauch, dass du wirklich aktiv etwas zurückhältst und dann die Luft so führst. Gefühlt ist das, oder stell dir das Bild vor, dass du einen Faden ausspuckst, der nicht durchhängen darf. Und so weiter. Da wir uns ja locker spielen wollen. Bleibe doch erstmal in einem Bereich, in dem du dich wohlfühlst. Du hast ja auch nichts gewonnen, wenn du fest wirst mit dieser Übung. Natürlich muss man sich irgendwann auch mal ein bisschen aus der Komfortzone rausbewegen, sonst wird man sich nicht verbessern. Das wäre jetzt mein Tipp bis morgen. Konzentrier dich mal auf deine Luftführung, weil das ist eine ganz wichtige Basis für alles andere, dass wir atmen und unseren Atem wirklich bewusst kontrollieren können. Das üb mal. Versuche das mit gleichmäßig gut geführtem Ton. Nimm dir die nötige Zeit zum Atmen und bereite vor allem deinen nächsten Einsatz sehr gut vor. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann sehen wir uns morgen wieder mit dem Thema Überblasen, bei dem auch natürlich die Luftführung eine entscheidende Rolle spielt. Und wir werden eine Übung machen, mit der du dein Überblasen verbessern kannst. Bis morgen.